Hallöchen Leute und willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Ocarina of Time. Bevor das Video losgeht, kurzer Reminder, hierbei handelt es sich um eine Streamaufzeichnung. Also wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, schaut gerne bei Twitter oder Twitch vorbei für den Streamplan. Und nun, viel Spaß mit dem Video. Na gut, dann wissen wir zumindest, wie wir... Ups, das wollte ich nicht. Okay. Alter. Oh Gott, da kommt noch einer. So, jetzt aber. Och, Mann. Menu. Nice. So, jetzt ist aber hier der Master Key drin, wo wir in einer kleinen Truhe. Noch ein Schlüssel? Hä? Ach, klar. Natürlich. Hab ich komplett vergessen, die Tür. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Kann man den Laser blocken? Schade. Ja, doch, kann man. Schade, ich dachte, man kann ihn zurückschießen. Ist ja richtig nice gewesen. Schön. So. Sind die beiden zumindest weg? Okay, was haben wir hier? Üble Gesellen auf jeden Fall. Kann ich eigentlich... Tatsächlich. Okay, das könnte mir tatsächlich helfen, am Anfang zumindest. Na, wobei, warte mal, wir können auch... Können wir nicht einfach... Na, können wir. Ups. Oh Gott, wir kriegen so viel Schaden. Aua. Also ich sag mal so, die Kletterwand ist ein bisschen... Bisschen lame. Da hätte man... Weiß ich nicht. Es nicht erlauben dürfen, dass man dann mit dem Enterhaken sich hochzieht. Das ist ja dann schon ein bisschen billo. Nochmal das Lied. Okay. Ist ja fast schon wie ein Wasserdungeon hier. Tada! Okay. Ist es nur ein einzelner Raum tatsächlich? Na, dann schauen wir doch erstmal den rein. Oh, was haben wir denn hier? Feuer. Ganz viel Feuer. Schön. Und ganz viele Fake-Türen. Das sehe ich da jetzt schon. Ich will eigentlich mit dem Auge der Wahrheit sehen. Welche Tier sinnvoll erscheint? Gut, im Endeffekt sind fast alle fake. Ja, nee, sind alle. Ausnahmslos alle fake. Na, und dann mit dem Hammer. Bonk. Weg mit dir. Ach nee, guck mal, hier ist sogar der Master Key. So, so. Hoch. Augenschalter. So.
Noch 6 Pfeile. Puh. Okay, sonst... Nichts gebracht? Fragezeichen? Das, wobei, vielleicht ist das hier... der Schalter entstanden? Beziehungsweise der... Okay, interessantes... interessantes Rätsel, sag ich mal. Aber auch nicht sonderlich schwer. Aber ich find's cool, dass die, Krafthandschuhe und der Spiegelschild gut miteinander harmonieren. Macht auch Sinn, weil, naja, ne? Dass sie harmonieren, ist ja natürlich beides aus dem gleichen Tempel. Aus dem Tempel, aus dem Wüstentempel. Da ist das natürlich schon sinnvoll. Wo sind wir denn hier jetzt? Okay. Wir sehen auf jeden Fall... Ups. Okay, da ist... Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Wir müssen einmal außen rum. Natürlich. Komm, weg mit dir. Schade, er lässt nichts droppen. Oh Gott. Komm. Erster, zweiter. Boah, ey. So mal. Hörst du wohl? Oh, weg mit dir. Ist hier sonst noch irgendwas, das mich anfauchen und anspringen möchte? Nein? Sehr gut. Ah, vielleicht. Huch. Ach komm. Naja, immerhin gibt's eine Kiste, ne? Und selbst wenn es eine Fake-Kiste ist, ich nehme sie. Kriegen Bomben. Immerhin. Ja. Hätte auch absolut nutzlos sein können für uns. So, wo war die Stelle? Ah, das sieht ja sehr interessant aus hier. Das sieht ja fast so aus, als ob man es kaputt machen könnte. Tatsächlich. Dann wollen wir den nochmal richtig drehen. Okay, und der... Natürlich. Kann ich den eigentlich blenden? Das wüsste ich gerne. Ich blende dich! Oh. Kann ich nicht blenden. Schade. Boah, ich mal... So, jetzt aber. Jetzt mal eine Rundumhieb machen, die Link hier. Wirklich. Na, langsam sehen wir nicht mehr so gesund aus. Sehen wir langsam ungesund aus. Kommen wir beim Boss an mit, keine Ahnung, lauter Fleischwunden und Verletzungen. So. Die Aufstellung müsste ja so passen. Damit wir jetzt in dem Raum den großen Spiegel nutzen können. Ah. Das heißt, kleiner Link habe ich wenigstens Herzen bekommen. Hier? Nö. Okay. Weiß nicht, was die beiden davor hatten. Aua. Ich glaube, ich nehme gleich mal meine
Medizin. Mir geht's nämlich gar nicht gut. Oh. Huch. Kommen wieder nicht hin. Ach. Okay. Und jetzt? Nö. Hm. Es muss ja irgendeine Bewandtnis haben, dass wir hier... Hm. Ah, so. Oh mein Gott. Sie ist eine gesichtslose Kreatur. Widerlich. Wait, wie komme ich da hin? Kann ich den Schlangenkopf auch kaputt machen? Nee. Hm. Achso, vielleicht kann ich mich mit dem Haken reinziehen. Tatsächlich. Okay. Es ist halt, es wird Zeit für die Medizin. Weil mit, weiß nicht, mit 5,5 Herzen möchte ich da nicht unbedingt hin. Na dann, die letzte Amtshandlung für heute. Der Boss. Was erwartet uns? Ah ja, klar. Natürlich, die Hexen. Sieht so aus, als hätten wir einen ordentlichen Fang gemacht, Kume. Sieht ganz so aus, Kakate. Kokate. Wie außergewöhnlich, dass jemand so tief in unseren Tempel hineintraut. Wir sollten ihnen eine ordentliche Lektion erteilen. Oh, treuer Vasall! Zerstöre diesen Eindringling! Wie, die Hexen kämpfen dich jetzt selber? Ach du Scheiße, der ist ja komplett bewaffnet. Ja gut, ohne Waffen? Okay, haben die gesagt. Oh boy. Der geht ja komplett steil. Okay, was willst du? Okay, er hat andere Moves drauf. Okay, er macht einen... Okay, er blockt. Ja gut, bis jetzt ist es... Bis jetzt relativ angenehm. Einfach Angriff dodgen. Selbst angreifen. Oh Gott. Boah, der macht 4 Herzen Damage. Das ist krass. Ja gut, ne? Oh nein! Es ist Naiboru! Haben wir sie einfach getötet? Oh mein Gott! Oh Gott, wie sie mich anschaut. Wo bin ich? Sieht so aus, als hätte sie sich befreien können, Kume! Sie ist noch jung, genießt aber hohen Respekt unter den Gerudo-Kriegerinnen. Kokate.
vielleicht sollten wir sie etwas länger zum Dienst des mächtigen Ganondorfs versklaven. Wir sollten ihr Gehirn einer neuen Behandlung unterziehen. Oh Gott. Alter, pulverisiert wurde so einfach vor unseren Augen. Ihr Monster. Wurde einfach pulverisiert. Warte, den zwei ollen Hexen, die kriegen aber ordentlich eine von mir auf den Senkel. Weit geht denn der Dungeon hier noch? So, wir haben mal von der Eule einen Tipp erhalten, dass wir ihre Magie gegen sie nutzen sollen. Und ich finde es auch gut, wie das... das Bild in der Mitte nicht gleichmäßig ist. Naja. Sieh dir diesen Dummkopf an. Er kam freiwillig als Opfer für den mächtigen Ganondorf. Meine Flammen werden ihn bis auf die Knochen verbrennen. Och, nee, ey. Meine Eiszauber werden seine Seele gefriert trocknen. Höllisches Hexen Armada Killer Ummas. So. Den wollen wir eigentlich zuerst ausschalten. Oh. Das kann jetzt ein bisschen blöd werden. Wie mache ich das am besten? Wahrscheinlich kein Anvisieren, wa? Verdammt. Komm her! Tolle Hexe! Oh. Oh! Was soll das denn? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Hab doch gerade mein Schild rausgeholt, oder nicht? Na, die treffen ist ein bisschen schwierig, ne? Ich glaube, die darf halt nicht ein unter einem sein. Ja, nee. Na, das ist ja jetzt ein bisschen blöd. Das ist ja blöd. Jetzt hab ich's erwischt. Okay. Naja. Sollen wir uns auf eine fokussieren? So, jetzt wahrscheinlich greift die links wieder an, genau. Aber wie soll ich die dann erwischen? Nee, ich darf nicht anvisieren. Ah, oh. Das tut weh. Sagen Sie, sind die wahrscheinlich nicht schwer. Ja, cool. Mal her, zum Glück.
Okay, das ist irgendwie blöd. Also irgendwie nimmt er nicht so ganz die... Ne? Also ich meine, man hat eindeutig gesehen, dass ich mir mit dem Schild geblockt habe. Jetzt bin ich wieder... Warum bin ich jetzt nochmal eingefroren? Was soll denn das? Ach komm, hör doch auf. Hä? Ach, sorry, das macht aber irgendwie gar keinen Sinn. Also das macht irgendwie gar keinen Sinn. Ah, okay. Mhm. Okay, okay, okay. Ich hab's verstanden, okay. Du musst quasi die eine... Also jetzt habe ich die andere angewählt. So, die wird gleich hier ihren Cast-Spaß machen. Und wenn ich dann die andere anwähle, dann geht normalerweise ein Laser zu ihr. Okay, das ist natürlich jetzt... Das ist sehr simpel. Nur wusste ich das vorher natürlich nicht. Mann, zünd mal deinen... Weg mit dir. Du Uschi. Muss ich sie irgendwie noch abschießen oder so? Wahrscheinlich nicht, oder? Kannst du mal bitte nicht... Zum Glück greifen die immer abwechselnd an. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann vielleicht antäuschen oder so. Hä? Okay, die ist halt einmal durchgeflogen. Nichts passiert. Okay. Wieder nichts passiert. Ich weiß nicht wie, aber... Ah, jetzt... So, ihr Omas. Können wir mal einen Scheinwerfer angreifen, oder? So. Der hat auch mal eine gewischt. Hä? Achso. Okay, lass uns jetzt ernst machen. Okay, Kome. Kokate. Und Kokome ist sexy. Thermo. Hexi. Link, oh Gott. Link, sichtlich eingeschüchtert. Ups. Okay, was ist da der Plan jetzt? Hm. Okay, sie schießt Feuer und Eis. Ah, nee, okay, wir müssen... Ah, ich verstehe. Okay. Wir müssen wahrscheinlich unser Schild aufladen an deren Attacken. An ihren Attacken. Das heißt... So. Na, dann komm, schieß. Nochmal Eis, okay. Ah, nee, stimmt, wir dürfen auch nicht abwechseln, ne? Wir müssen ja immer das gleiche Element... Hey, falsches Element, ich will das nicht. Oh. Nee, schon wieder nicht. Komm jetzt. Schieß dein Eis. Schon wieder Feuer, was soll denn das? Jetzt so? Ja, jetzt so. Erwischt. Oh, wie sehr da liegt auch noch, oh Gott. Okay, Starklink. Ganz gute Performance hier. Oh. Schieß jetzt dreimal für mich Eis, bitte. Ah, das gefällt mir. Ist ja nicht immer in die... Ja, die ist immer auf den Plattformen.
Nee, das will ich nicht. Come on. Ach, schon wieder Feuer drauf. Leis. Also hätte ich auch Feuer stacken können jetzt. Das Kies macht die aber mit Absicht. Oh, jetzt. Schöner ran. Komm, weg mit dir. Schön kassieren hier. Du alte Oma. So. Stark. Ist das eigentlich mit Absicht immer? Zweimal Eis und dann gefühlt dreimal Feuer? Wahrscheinlich hier Pattern, wa? Zumindest je nachdem, was man einsammelt. Wahrscheinlich, wenn man Feuer macht, kriegst du zweimal Feuer und dann dreimal Eis. Naja. Aber sonst ist sie eigentlich ziemlich easy. Gut, ne? Nicht am Anfang wissen müssen, dass man die jeweils andere anvisieren muss, damit man den Laser zu ihr schießt. Hätte ich vielleicht nicht meine Fee gewastet, aber so ist das halt. So, Eis. So, schön rangehen. Komm hier. Chris. Chris, Wirbelattacken. So, einmal noch vielleicht. Was können wir jetzt? Wieder Eis? Tatsächlich. Oh, jetzt Feuer, okay. Hier die Pattern geändert. Danke dir, die Erfrischung. So, einen brauche ich noch. Jetzt, oder? Nee, das ist die falsche Erfrischung. Aber an sich ist der Boss schon eine lustige Idee. Man tut das Dungeon-Item gut nutzen. Ne? Gut, dadurch ist halt, also, ne? Dass sie so einfach ist, natürlich doof. Aber gut, Zelda-Bosse sind irgendwie für das alle einfach. Wenn man weiß, was man zu tun hat. Aber das ist wahrscheinlich auch in jedem Spiel so. Wenn du weißt, wie du mit dem Gegner zu kämpfen hast, ist es einfach. Aber naja. Nur was diese Form von den zwei Rändern da soll, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wen die damit imponieren wollen. Link hat schließlich nur Augen für die große Fee. Wen sonst? Ja, der schießt ja nur noch Feuer. Das Geräusch ist auch zum Glück nicht penetrant. Schöner Autoalarm hier. Na komm. Er hat schon dreimal meinen. Warte, ich schon wieder Feuer. War das mit Absicht oder? Wahrscheinlich schon dreimal mein Schild mit Feuer aufladen können. Schon wieder. Oder auf. Oh. Ah, shit. Ja, gut. Ich vergaß. Jetzt muss ich hier wieder aufladen. Ja, okay, das macht Sinn mit Absicht. Also, dass sie jetzt wieder Eis schießt, das ist ja mehr als verrückt. So, da müssen wir wohl, keine Ahnung, gefühlt 10-mal dodgen, damit sie ihren Scheiß schießt. Und uns am besten nicht treffen lassen, weil das unsere Aufladung ruiniert. Oh, jetzt Eis, nice. I like that. Jetzt, take that. Erwischt. Um Gottes Willen. Zerteilt die alte Oma.
So. Könnt ihr jetzt, keine Ahnung, im Grab rumalbern. Verhext und zugenäht. So ein widerlicher Balk. Ab jetzt wird... Was? Hey, Kokomme. Was schwebt da über deinem Kopf? Weiß ich nicht. Aber über dir schwebt auch so etwas, Kokate. Aber ich bin erst 400 Jahre alt. Und bin ich? Ich bin erst 380. Wir sind Zwillinge. Mach dich nicht als Mist. Ist ja frech. Wie nennst du hier? Senil? Oh Gott. Oh, typischer Rentner-Talk im Altenheime. Oh Mann. Oh yeah! Ich mach dich fertig! Okay. So, wo ist unser Herzteil? Da. Unser Herzcontainer. Sehr gut. Oh Mann, ey. Die beiden. Na gut, ne? Eine Boro konnten wir nicht retten, die wurde einfach vor unseren Augen pulverisiert. Aber nun ja, so kann sie jetzt als Weise dienen und mir ihre Kraft spenden. Kleiner, ich muss dir danken. Hey, sieh mal an, was aus dir geworden ist. Ein talentierter Schwertkämpfer. Auweia. Ich bin völlig durcheinander. Die beiden alten Weiber haben mich verhext. Ich musste für Ganondorf tun, was er verlangte. Aber bist du nicht überrascht? Jemand wie ich ist letztendlich die Weise der Geister. Ab jetzt kämpfen ich als eine der Weisen gegen das Böse. Nun werden sie für das bezahlen, was sie mir angetan haben. Kleiner. Nein, Link. Der strahlende Wanderer durch die Zeiten. Als Dank dafür, dass du den Fluch von Geistertempel genommen hast, übernehme ich dieses Amulett. Übergebe ich dir das Amulett. Nimm das. Yay. Das letzte Amulett. Schon so ein schön bronzefarbenes. Was auch wieder sehr gut zur Wüste. Farblich. Das Amulett des Geistes. Nomoro gibt sich eine als eine der Weise zu erkennen und überträgt ihre Kraft. Sehr schön. Du bist wirklich ein tapferer Held geworden. Dir gebührt eine ganz spezielle Anerkennung. Oh, was denn? Hm? Link, der Auserwählte, endlich. Ah, alle sechs Weisen sind erweckt. Es ist soweit. Der entscheidende Kampf gegen Großmeister des Bösen soll nun beginnen. Zuvor jedoch sollst du jene treffen, die auf dich wartet. Sie harrt deiner in der Zitadelle der Zeit. Gott, der alte Mann spricht schon wieder in Zungen. Sprich doch Deutsch mit mir. Oh boy. Oh, nee, ich bleibe auf der Plattform. Da fühle ich mich sicher. Na gut. Ich würde sagen, mit dem Erhalt des letzten Amulettes war es das für heute. Ja. Moment, ich muss mal kurz hier Ungeziefer bekämpfen. Scheiß Rabe.
Wir haben große verbracht heute. Ja. Wobei, wir haben eigentlich nur einen Dungeon gemacht und lauter Kleinigkeiten. Aber beim nächsten Mal können wir definitiv den Training Ground fertig machen. Wir haben ja jetzt alles dafür. Und uns somit die Eispfeile holen. Ja, und dann mal gucken, ob wir noch die restlichen Herzteile bekommen. Uns fehlen ja, glaube ich, nur noch 3, ne? Ach, schon wieder ein Rabe, hör auf, ey. Halt dir gerade meinen Monolog. Ja, uns fehlen nur noch 3 Herzteile. Ja, wo die sein könnten, das ist die Frage. Na gut. Anyway, das war's von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, für jeden, der zugeschaltet hat. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Bye-bye.